arme Seelen, das ist so leicht gesagt. Wenn ein Mensch stirbt, es gibt solche, die kämpfen, haben einen Kampf, bis sie überhaupt sterben können, weil aus diesem Kokon herauszukommen, viele Seelen, es gibt Seelen, die Angst haben davor, weil sie eben noch nicht sich vorbereitet haben, vor Gott zu treten. Meistens meinen sie, es kommt zu früh. Ja, anscheinend. Aber da ist man schon selber schuld. Es gibt auch viele, die sagen, sie hätten eine Nahtoderfahrung gehabt. Ja, die gibt es auch, ich weiß. Aber manchmal wird das zu leichtfertig gesagt. Denn ich rede mal nicht mal von der Seele, ich rede nur vom Geist. Wenn der sich aus diesem Kokon herausgeht und es draußen, es frei von diesem Lehmbrocken, ja, also vom Körper, dann ist da eine Freiheit ohnegleichen. Und gerade da spürt man schon die unsagbare Liebe Gottes. Aber das ist noch lange nicht Gott. Denn das wird dann nicht mehr, da draußen wird nicht mehr abgesperrt, wie es bei uns im Körper ist, sondern die Seele wird frei, der Geist, es ist Licht. Und schon glauben sie, sie hätten eine Nahtoderfahrung gehabt. Sie haben nur schon das Licht, die Freiheit oben gesehen. Und auch schon die Liebe Gottes, die da überall ist. Nur hier in diesem Körper drin kann es die Seele leider, leider noch nicht erfassen, wenn sie nicht an sich gearbeitet hat. Und wenn sie dann tatsächlich stirbt, kommt sie in diese Freiheit, sie wird emporgezogen, da spielt auch der Schutzengel die Rolle. Und die Seele geht hoch, immer näher und näher, und immer mehr erfährt sie die unfassbare Liebe Gottes. Und da plötzlich sieht sie sich, ich bin noch nicht wert. Ich bin noch so sündig, ich kann nicht in diese Reinheit hineingehen. Und sie wirft sich selber ins Fegfeuer, wenn man so sagen will, in die Läuterung. Und hat nur Sehnsucht, so schnell als möglich sauber zu werden, um zu dieser unfassbaren Liebe von Gott zu gelangen. Eins werden mit ihm. Für das ist jedes unmöglichste Opfer nichts im Vergleich zu der unfassbaren Liebe Gottes. Ach, wenn nur die Priester das wieder mal erfassen könnte, dass Gott überhaupt keine Liebe hat, sondern die Liebe ist. Da kann kein Priester einfach darunter lesen, die Messe. Und er müsste doch ergriffen sein. Da kann er nicht sagen, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Sondern er müsste einen Moment erschauern und sagen, jetzt habe ich dann den wahrhaften Leib Christi in der Hand. Und da tut sich der Priester entpuppen in der Messe, wenn er das sagt. Was ist denn das Größte, was wir auf Erden haben? Liebe. Wo finden wir die Liebe? Dann komme ich nochmal zurück. Bei Gott.
Er hat auch einmal beim Priester, bei den Menschen versucht, ob die auch so bereit wären, ihr eigenen, zum Beispiel jetzt den Sohn wie bei Abraham, mal schauen, ob die auch bereit sind, ihren Sohn hinzugeben aus Liebe für Gott. Ja, Abraham hat es getan. Oder muss sagen, er hätte es getan. Aber Gott hat ihn dann gesagt, nein, lass deinen Sohn leben. Aber der allmächtige Gott hat es wohl getan mit seinem Sohn Jesus. Jesus nahm jede Sünde, die je ein Mensch tat und noch tun wird bis zum letzten Tag auf sich. Aber wir sind damit nicht schon erlöst, wie es in gewissen Kirchen heißt. Wir müssen das kostbare Blut, das geflossen ist, rufen für uns. Am allerbesten in den Kirchen, die diese Sakramente besitzen, die katholische, die orthodoxen, Beichte oder ich hatte mal ein Messopfer und es geschieht bei mir manchmal, vielleicht weil ich sonst zu elend wäre oder weiß ich was, als da die Wandlung, Worte waren vom Wein in dem Blut, ins Blut, Christi Verwandlung. Das heißt, plötzlich, wie es aus der Zeit der Jesu floss, das Blut in den Kelch gegenüber. Ich war im Moment ganz, ich wusste nicht mehr, was machen. Und es floss hinaus, in einem Wort. Überdeckte alle Menschen, wo es erwischte. Sie wurden voll in das Blut eingetaucht. Wo es angenommen wurde, ging das Blut in sich hinein. Bei den anderen ging es gerade wieder runter und sie blieben trocken zurück. Im Heiligen Messopfer, aus dem kommen auch alle anderen Sakramente. Das Messopfer ist ein Welttheater, hätte ich bald gesagt. Das ist das Gewaltigste, was geschehen kann auf Erden. Und kann dann da ein Priester einfach sagen, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Ich leide darum, dass ich es nicht so kann sagen, wie ich innerlich empfinde. Dass ich sagen muss, ist doch Wahnsinn, lieber Gott, ich arme Sünde, mach das noch nicht. Wir alle sollten mit schlohweißen Haaren hinausgehen vor dem Geschehen, was da auf dem Altar geschieht. Und nicht aus Angst, aus Liebe. Schaut das heilige Messopfer hier, das ich da halte. Es hieß, der Heiland sagte mir mal, Nikos, schreib mir ein heiliges Messopfer. Ich war entsetzt. Ich soll ein Messopfer schreiben. Das, was das Allergrößte ist, was es auf dem ganzen Universum gibt. Das Allergrößte. Ich. So dumm und blöd ich war, habe ich gesagt, lieber Gott, das kann ich nicht. Nein, es ist schon wahr, ich kann es nicht, aber er könnte es durch mich machen. Und ich habe, dann sagte er zu mir, schau, das byzantinische Messopfer, das ich selber noch gelesen habe da, es fehlt, es ist ein Wunderwerk der Menschen für mich, also für Gott gemacht. Und ich habe es auch akzeptiert als heilig. Aber schau doch mal nach. Es kommt nicht einmal das Wort Liebe vor darin. Ich muss tatsächlich nachschauen. Habe es tatsächlich nicht gefunden. Immer wieder kam er, ich habe, auch jetzt noch kann ich sagen, ich habe Gott noch nie Nein gesagt, nie. Aber nicht, weil ich stark bin, sondern weil ich einfach verliebt bin in ihn.
konnte ich nie ein Nein sagen, aber der habe ich mich, er hat mir ja nicht befohlen, er hat nur einen Wunsch geäußert. Und ich warte es nicht. 10 Jahre habe ich Gott hingehalten, so ein Blödian. 10 Jahre habe ich ihn hingehalten. Nach 10 Jahren, einem Sonntag war das, und der Paul hat mich gerade angezogen fürs Messopfer am Sonntag, sagte er wieder, Nikolaus, schreib mir das Messopfer. Ich natürlich wieder, Heilande, warum fragst du mich immer, ich kann doch das nicht. Wer bin ich denn, dass ich wage sowas? Naja, dann bin ich an den Altar, das sind ja die Kanontafeln, man wüsste es ja. Ich kannte das, die Messe eigentlich fast auswendig. Aber da stand ich plötzlich da wie Blackout, wusste nichts mehr. Und wenn es halt so etwas ist, dann schaue ich halt, schreie nach oben. Hilf! Und da kam die Antwort. Dann geh und schreib. Jetzt war es ein Befehl. Ein anderer Priester oder Bischof hat dann die Messe übernommen. Ich bin hoch in meinem Büro. In 3 Tagen habe ich dann dieses Messopfer geschrieben, wo ich da hier mache. Es ist wie ein Katechismus. Das ganze Ding zeigt bis zur Größe. Wenn ich jetzt der Trentinische Messe, es ist heilig, die ist heilig, diese Messe. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, dann siehst du die heilige Wandlung, der Höhepunkt, und jetzt ist der Heiland hier, und kaum ist er jetzt hier, heißt schon, daher sind wir dein Eingedenk, Herr, wir deine Diener und Dienerinnen. Und schon wieder ich, obwohl er das Messer, wo wir hier feiern, hat Gott mir angegeben. Das ist natürlich noch nicht das, was einmal kommt. Bei der Erneuerung, nicht Weltende, Erneuerung. Wir hatten Gott, Zeitalter Gott Vater, wir haben das Zeitalter Gott Sohn, es kommt noch das Zeitalter des Heiligen Geistes. Das muss noch kommen.